So, hallo, einen wunderschönen guten Tag. Aus dem altehrwürdigen Train-Simulator Classic, dem Vorläufer von TrainSim World 3, unserem aktuellen Produkt aus dem gleichen Hause, nämlich von Dovetail Games. Ich habe mir überlegt, heute fahren wir mal ein Szenario aus dem, wie gesagt, alten Train-Simulator, und zwar von Joint Together mit der Virtual Railroads VR 152, einem Sprung nach Donaueschingen auf der Strecke Konstanz-Willingen. Und zwar steht hier als Information von der Fahrdienstleitung: Heute fahren Sie von Singen auf einen kurzen Sprung nach Donaueschingen. Die Kollegen vor Ort rangieren anschließend den Zug. In Donaueschingen wird der Zug direkt am Bahnsteig übernommen. VMAX ist 120 Stundenkilometer. Wunderbar. Ja, dann schauen wir uns den Zug mal kurz von außen an. Hier haben wir die 152. Haben jede Menge gemischte Container hinten dran. Die wir dann übergeben. Wir rüsten unseren Zug erstmal auf, schalten uns erstmal die Displays auf dunkel, damit wir hier nicht die ganze Zeit, ne, geblendet werden. Ist für die Augen angenehmer. Schalten die Instrumentenbeleuchtung ein. Dreilichtspitzensignal geht auf an. Wir schalten uns die SIFA ein. Wir schalten uns die PZB ein. Zugbeeinflussung. Da wir aber einen Güterzug fahren Zugbeeinflussung. und nicht in der höchsten Zugart hier fahren können, müssen wir natürlich die SIFA, die PZB umschalten. Das machen wir hoffentlich mit String 8. Zugbeeinflussung. Ja. Zugbeeinflussung. So, und da haben wir jetzt hier die mittlere Zugart. Ist dann genau die richtige für unseren Zug. Die VMAX ist wie gesagt 120 km/h. Wir bewegen unseren Richtungswender nach vorne. Zugbeeinflussung. Wir schalten mal. Ne, das ist zu hell. So. Pultbeleuchtung wollte ich anhaben, falls wir durch den Tunnel fahren, dass wir was sehen. Komplette Beleuchtung oben brauchen wir nicht. So, und da kann es eigentlich losgehen. Wir lösen die Bremsen. Bremsprobe war erfolgreich. Schalten uns noch die AFB ein. Haben bereits Ausfahrt mit 40 km/h. Und dann geben wir mal vorsichtig Leistung auf. Erstmal vorsichtig den Zug entzerren, dass uns die Kupplungen nicht reißen überall. So, der erste Moment beim Anfahren ist immer der wichtigste. Na, 30 Minuten ist ein sehr sportliches Ziel. Ob wir das schaffen, weiß ich nicht. Wir versuchen es einfach mal. Zum Glück sind wir ja hier an der Stelle nicht fahrplangebunden. So, wir haben Langsamfahrt erwarten. Werden wir entsprechend SIFA. bestätigen. Zugbeeinflussung. Ja, mal gucken, ob ich im altehrwürdigen Train-Simulator halbwegs ohne Zwangsbremsung auskomme. Ist ja bei Zugsimulationen immer nie so hundertprozentig garantiert. Man kann sehr schnell auch mal was übersehen. So, die Geschwindigkeitsbeschränkung bleibt, bis der letzte aus dem weichen Bereich raus ist, der letzte Waggon nämlich.
Ja, der Mauszeiger ist ein bisschen nervig, der kommt halt immer wieder. In anderen Spielen geht er mal von alleine aus. Grüß Gott, Kollege, mit der Baureihe 111 und einem Regio Express. So, ich hoffe, die 40 km/h sind gleich aufgehoben. Dann haben wir eine Erlaubnis von 130 km/h, aber aufgrund unserer Last und unserer Zugart dürfen wir nicht schneller wie 120 km/h fahren. Die 152 hat leider keinen sogenannten Roadrunner, also den Zuglängenmesser, der dann diesen Miep Miep von sich gibt, wenn der letzte Wagen an der Weiche vorbei ist oder am Signal oder an der Geschwindigkeitsbegrenzung. Deswegen haben wir auch den unten den Head-Up-Display an. So, jetzt können wir aufschalten. Wir werden aber aus Sicherheitsgründen nicht schneller wie 100 km/h fahren. Jo, anberaumt ist 14.30 Uhr als Ankunft. Werden wir mal kurz überprüfen nachher, ob wir das so halbwegs hinbekommen haben. Muss mal kurz was gucken. Vorsignal zeigt Fahrt erwarten. Ja. Grüß Gott, Kollege.
Mal Makro geben am Bahnübergang. Ja, die Fahrzeuge von Virtual Railroads sind einfach bombastisch, sehr gut umgesetzt, sehr realitätsnah. Ja, der Train Simulator Classic, oder früher hieß er nur Train Simulator. Ganz am Anfang hieß er nur Railworks. Existiert, soweit ich weiß, seit 2012. Wurde von einer reinen 32-Bit-Applikation 2019 nochmal auf 64-Bit geupgradet, um diese sogenannten Temp-Dumps, sprich Systemabstürze, zu vermeiden, wenn der Speicher vollgelaufen ist. Das Programm selbst wird nicht mehr weiter weiterentwickelt. Deswegen gibt es ja jetzt aus gleichem Hause den Train Sim World 3, eben auch von Dovetail Games. Aber zum Glück gibt es noch immer... Ah, da müssen wir mal kurz... runter auf 80. Aber es gibt, wie gesagt, zum Glück Drittentwickler, die weiterhin Szenarien bauen oder Strecken bauen oder auch noch weiteres Rollmaterial. So, jetzt kriegen wir eine Zwangsbremsung. Weiß ich nicht warum, ich hab's befürchtet. Zwangsbremsung. Ah, ja, wegen mittlerer Zugart muss ich weiter abbremsen. Na, das kommt dabei, wenn man schwätzt, nicht aufpasst. Zwangsbremsung. Und dann ist es passiert. Zwangsbremsung. 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 So. Sie fahrt Zwangsbremsung.
Sie fahren Zwangsbremsung. Kann ja nicht sein. So. Türfreigabe. Jetzt müssen wir alles wieder auf Null setzen. Türfreigabe. Zugbeeinflussung. Und nach vorne. Zugbeeinflussung. Ja, das sind halt Sachen, die sollten eigentlich nicht passieren. So, jetzt rollen wir natürlich ganz gemütlich rückwärts an den Berg. Und das ist natürlich jetzt oberblöde, aber ja, that's life, kann passieren. Ja, das ist halt schon im Lokführer-Dasein relativ nervig, wenn du alle 30 Sekunden diesen sogenannten Totmannschalter drücken musst. Unten dieses Pedal hier, die sogenannte SIFA, Sicherheitsfahrschalter. Jetzt müssen wir halt nur gucken, dass wir hier irgendwie wieder Fahrt bekommen. Das zieht natürlich jetzt unsere Fahrt unnötig in die Länge. Aber wenn man auch mit einem Güterzug die Bremskurve nicht einhält, kann es passieren, dass man dann zwangsgebremst wird. Jetzt haben wir natürlich zusätzlich auch das Problem, dass wir Berg anfahren müssen. Man hat manchmal bei den Signalen diese Tücke, dass da noch ein 500-Hertz-Magnet liegt, den man bestätigen muss, wenn auch wenn eine Geschwindigkeitsbegrenzung kommt. Ist nicht immer so, aber oft. Und wenn man diesen Magnet natürlich übersieht oder das falsch deutet, dann ist man natürlich sehr schnell mit einer Zwangsbremsung dabei. Jetzt können wir natürlich mit unseren 850 Tonnen hier schwer den Berg hoch. Ja, da kommt der Gegenzug. Gemischter Güterwagenzug mit Kesselwagen. Sogenannte Druckgaswagen. Die Kilonewton ein bisschen verringern, damit wir die Fahrmotoren schonen. So, zurückbleiben da. Das Signal ist hoffentlich drüben. Oh, ja, hab schon gedacht. Ja, die Strecke Konstanz-Willingen oder Willingen-Konstanz, ganz gleich wie rum man es sehen will, gehört ja zur Schwarzwaldbahn. Wird hier im Train-Simulator Classic wunderschön abgebildet.
gerne mal hoch auf 80. Oder zumindest auf 70. Ja, man sollte niemals mit der AFB bremsen, mit der automatischen Fahrbremssteuerung, weil dann läuft man einfach Gefahr, dass man die Bremskurve nicht einhält und dann sind die 26 Sekunden abgelaufen, die man dazu Zeit hat, um unter die Geschwindigkeit zu kommen, die angezeigt wird, und dann wird man halt zwangsgebremst. Ja, Mats, was ist los hier auf der Strecke? Kommt schon der nächste Güterzug. Hallo, Kollege. Ab und zu muss ich beim Laptop mal die Grafikkartentemperatur beobachten. Ja, ist schon warm. Und dann noch OBS im Hintergrund läuft, da hat er ordentlich was zu rechnen. Aber gut, das hat er mit der Grafikkarte weniger zu tun. Fahrt erwarten auf dem Vorsignal. Ja. Ja, jetzt sieht man doch 17% Steigung. Zum Bremsen empfiehlt sich halt immer, die Leistung abzuschalten auf Null und dann mit der kombinierten Bremse die Geschwindigkeit dann entsprechend zu verringern. Ja, der Schwarzwald, klassisches Urlaubsgebiet.
obwohl es ja viele Deutsche merkwürdigerweise immer in die Ferne zieht, aber auch die Heimat kann eigentlich richtig schön sein. Jetzt nicht unbedingt bahntechnisch gesehen, aber Schwarzwald ist schon was Feines. Kann man schön Skifahren, wandern, alles Mögliche unternehmen. Aber darum soll es jetzt und hier gerade nicht gehen. So, noch 27 Kilometer etwa und dann sind wir am Ziel. So, wir kommen eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 80 km/h, aber fahren wir sowieso derzeit, also von daher brauchen wir auch nicht bremsen. Und es kommt ein Tunnel. In der Verlängerung der Schwarzwaldstrecke Richtung Hausach gibt es dann jede Menge Tunnel. Ich habe sie gar nicht gezählt, das müssen so an die 20, 25 sein. Aber da fahren wir heute nicht durch. Auch vor der Tunneleinfahrt immer makrofonieren, um eventuell im Tunnel befindliche Personen bzw. arbeitende Personen rechtzeitig zu warnen. Ein bisschen nervig, dass jedes Mal, wenn man die SIFA drückt, der Mauszeiger aufploppt. Aber das lässt sich, wie gesagt, bei dem alten Train-Simulator nicht verhindern. Ja, aber es macht nach wie vor einen Heidenspaß. Gerade auch mal so ein altes Game wieder ab und zu mal zu zocken. Haben wir noch ein uraltes Formsignal vor uns. Fahrt erwarten. Die stammen alle noch aus den 50er, 60er, 70er, 80er Jahren. Teilweise sind sie auch heute noch in Betrieb. Ja, da werden wir uns einen Rüffel vom Fahrdienstleiter abholen, da wir definitiv länger gebraucht haben als die 30 Minuten durch zumindest mal schon eine Zwangsbremsung. Ich hoffe, dass es dabei bleibt. So, jetzt nehmen wir mal die Fahrt ein bisschen zurück. Die Leistung, weil jetzt geht es bergab, nämlich mit 18,2%. Ja, der Kollege hat auch seinen Spaß mit den Druckgaskesselwagen jetzt bergauf.
schalten ab und lassen den Zug einfach rollen. Herrlich, man hört sogar die Vögel zwitschern. Jetzt können wir langsam wieder Leistung aufschalten. Steht ein Regionalexpress. Nächster Güterzug. Wie gesagt, die Strecke jetzt, also hier im Abschnitt zwischen Konstanz und Villingen, ist so detailgerecht wie es geht nachgebildet. Gibt auch viele Szenarien, die an reale Fahrpläne angelehnt sind, auch Güterzüge. Mir persönlich gefallen eigentlich die Güterzugszenarien immer ein Stück weit besser, weil man da nicht an einen festen Fahrplan gebunden ist und dann schon bei 2 Minuten Verspätung das Szenario im Prinzip schon nicht geschafft hat. Da ist der Nachfolger Trainsim World 3 wesentlich toleranter, der verzeiht das auch, wenn man 20 Minuten, eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde später kommt. Das ist hier beim altehrwürdigen Trainsimulator noch ein Stück restriktiver. Aber es soll der Sache eigentlich keinen Abbruch tun. Spaß machen sie beide. Der eine auf seine, der andere auf die andere Art. Haben beide ihre Vor- und Nachteile. Und ja. Wer keine Miniatureisenbahn zu Hause hat, schafft sich am besten einen PC an als Eisenbahnfreund und fährt virtuell Zug. Soll genauso viel Spaß machen, habe ich mir sagen lassen. Ja, 15 Kilometer und ein paar Zerquetsche noch bis Donaueschingen. Und dann sollten wir unseren Lieferantenauftrag erfüllt haben.
immer schön wieder mal so eine Führerstandsmitfahrt. Ich drück mal lieber, ich weiß nämlich jetzt nicht. Ne, na, alles okay. Ich habe das Signal jetzt nur aus den Augenwinkeln gesehen und dachte, da ist eine Geschwindigkeitsbeschränkung, aber die wir quittieren müssen, aber nein. Alles in Ordnung und weiterhin grüne weiterhin freie Fahrt, grüne Fahrt, ja, wunderbar. Ja, hier draußen auf dem Land lässt sich wahrscheinlich noch super leben. Für mich als Großstädter ist es wahrscheinlich nur zu erahnen. Aber es heißt immer von den Landeiern, die Lebensqualität wäre dort deutlich höher. Das kann ich mir durchaus vorstellen. Ja, der nächste Güterzug. Tag, Kollege. Verdächtig viel Druckgaskesselwagen unterwegs heute. Hat das vielleicht was mit der Energiekrise zu tun? Nein, Spaß, glaube ich nicht. So, wieder 3,4% Steigung. Oder 3,4 Promille. Ich weiß gar nicht, was das für ein Wert ist, aber ich glaube, das sind eher Promille. Befinden wir uns schon quasi im Einzugsbereich von Donaueschingen. Laptop wird doch ordentlich warm, muss ich feststellen. Ich habe den Train-Simulator leider nicht auf dem großen PC. Sonst würde ich den von dort aus aufnehmen. Aber mit dieser etwas älteren Kiste hier geht es dann doch einigermaßen. Hätte ich nicht gedacht. Eine GeForce GTX 1050 ist da nur drin. Und ich habe auch nur 8 GB RAM, also für Laptop. Ist das schon nicht allzu viel, aber wie man sieht, es geht ganz ordentlich. Ja, das Kriseln der Oberleitung ist leider in den Grafikeinstellungen nicht wegzubekommen. Dazu bräuchte ich einen höheren Monitor als 60 Hertz, Standardmonitor beim Laptop. Aber gut, das ist Anti-Aliasing-technisch bedingt. Und da hat auch der alte Train-Simulator nur bedingte Einstellungen. Das drückt dann irgendwann die Höhe, wenn man das dann einstellt, auch auf die Framerate. Dann ist zwar das Grisseln weniger, aber gerade auf schwächeren Systemen entwickelt sich das dann zu einer ruckelnden Dia schon. Das wollen wir ja nicht. Also ich habe einen guten Kompromiss gefunden, denke ich.
So, nochmal kurz hochbeschleunigen auf 90. Schalten wir mal ab und lassen ihn rollen. Aber wir können an der Stelle schon mal einbremsen, damit wir nachher nicht so zu sehr in die Eisen drücken müssen. Ich weiß. Zugbeeinflussung. Ja, man hat als Lokführer eigentlich immer alle Hände voll zu tun, auch wenn das alles sehr automatisiert, schweres Wort, aussieht heutzutage. Alle 30 Sekunden spätestens SIFA drücken, Signale beachten, Magneten quittieren, weil ansonsten lauert wirklich an jeder Ecke die Zwangse. Und das ist dann doof. Und gibt im realen Leben, gibt das dann immer eine riesen Debatte mit dem Fahrdienstleiter und dann muss man die Leitstelle anrufen und ach, und hast du nicht gesehen, ganze Feierabend ist zum Teufel. Also es beschränkt sich hier nicht nur auf Hebel schieben und Knöpfe drücken, sondern man muss da schon ordentlich ranklotzen. Schlimmer war es noch bei den sogenannten Einheitsloks, die weitgehend noch mechanisch funktioniert haben, ohne automatische Fahr- und Bremshilfen. Aber das habe ich ja schon in einem Trainsim World 3 Video mal angesprochen, unlängst. So, Donaueschingen kommt langsam, aber sicher näher. Hektometertafel steht bei 103,8. Ja. Bahnübergang mit Halbschranken. Eine Störung im Zugfunk, dieses Piep. Ja, auch Lokführer haben mit Funklöchern zu kämpfen im Zugfunk. Nicht nur die Handynutzer. Früher musstest du auf freier Strecke anhalten, um einen Fernmelder zu betätigen. Gott sei Dank ist das ja auch lange vorbei.
So. Mal langsam die Kombibremse reinschmeißen. Bei der 152 beißen die ganz gut und so lang ist unser Güterzug jetzt auch nicht, als dass wir jetzt einen Bremsweg von 2 Kilometern hätten, was durchaus passieren kann in der Realität. Manche Leute unterschätzen ja dann immer, wenn sie meinen, sie müssen mal schnell die Gleise überqueren, dass so ein, sag ich mal, Erzzug oder Kohlezug, der ungefähr 2000 Tonnen hinter sich herzieht, man nicht ebenso auf Knopfdruck zum Stehen kommt. So. 1,5 Kilometer knapp. Ja, da haben wir jetzt Halt erwarten. Müssen wir dann bestätigen, damit das System weiß, aha, der hat es gemerkt, müssen wir nicht zwangsweise stehen bleiben. Da sehen wir den Magnet vom Signal liegen. Der 1000 Hertz Magnet ist aktiv. Wir bremsen runter. Zugbeeinflussung. Auf ungefähr 40 km/h. Also genau auf 40 km/h. Da kommen wir an in Donaueschingen auf Gleis 1 und da wird dann der Kollege den Zug übernehmen und weiterfahren. Ja, das Signal ist rot. Sozusagen HP0, Hauptsignal 0. Wieder die Bremse öffnen. So, dann sollten wir es an der Stelle eigentlich geschafft haben. Türfreigabe. Türfreigabe. So, bleib stehen. Gut. Ja, schätze mal, wir haben das Szenario erfolgreich beendet. Ja, haben wir. Der Kollege wird jetzt die Weiterfahrt übernehmen und den Zug an seinen endgültigen Bestimmungsort bringen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen bis dahin. Ja, und ich werde, denke ich, noch weitere Train-Simulator-Classic-Videos aufnehmen. Und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.